So, ja, herzlich willkommen zu unserem Himmelfahrtskommando. Doom Episode 2. Naja, gestern sind wir relativ gut vorangekommen, aber ich weiß jetzt schon, Doom Episode 2 wird nochmal etwas schwerer als Episode 1. Ich meine, das hält sich auch noch in Grenzen, ne? Aber spätestens ab Episode 3 wird es dann, weil bei Episode 3 gibt es ein paar Maps, da sind da richtig blöde Rätsel mit bei. Die sind nicht schwer, man hängt sich aber gut und gerne dran auf. Nein, was ich machen wollte, ist immer noch das hier. Genau. Von daher werden wir mal gucken, wie jetzt die zweite Episode läuft. Die sollte relativ gut schaffbar sein. Aber ne, ich versuche einen Cut von einer Stunde drinnen zu halten. Heißt also, wenn wir merken, ich spiele schon eine Stunde und wir sind gerade mal bei Map 5 oder so, dann werde ich die letzten Maps dann in der normalen, in einer separaten Folge machen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt erstmal durchzuspielen. Gestern die Episode haben wir komplett in einer Dreiviertelstunde durchgeschafft. Von daher bin ich guter Dinge, dass wir die zweite Episode auch relativ gut meistern werden. So, Vanilla. Perfekt. Ja, hier nicht drin stehen bleiben, weil das tut nämlich weh. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Oder gezeigt. Nein, er hat mich getroffen. Du gottverdammter Hurensohn. So, da kommt später noch so ein Ding runter. Ich weiß nicht, ob wir das mitnehmen sollten. Ob sich das lohnt, das ist eine Plasmawaffe. Nein, was will da? Nein, Alter, wie konnte. Alter, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Boah, Alter, ich bin so schlecht. Ich möchte sterben. Boah, aber das war gerade. Ich habe gerade die Shotgun-Shells mit aufgenommen. Das tue ich eigentlich schon wieder für eine Scheiße. Okay, einmal hier drücken, dann einmal hier drücken und einmal auf der anderen Seite drücken. Ja. Drei Schalter. Was für ein. Ups, hier wollte ich noch gar nicht hin. Ich muss. Wo muss ich denn? Hä? Ach nee, doch, so richtig. Alles gut. Jetzt kommt er hier erst. Ah ja, macht doch irgendwas, er wollt. So. Okay. Und jetzt kommt für mich hart auf hart. So, jetzt wieder zurück. Bam. Und jetzt Hardcore. Den schaffe ich auch so. Ja, in den kleinen Raum könnten wir reingehen, dort wäre aber offen gesagt eigentlich zu lange. Von daher werden wir jetzt einfach mal direkt. Wir haben noch keine Plasmawaffe. Vielleicht sollten wir uns hier die Plasmawaffe doch holen. Aber ich muss zugeben, eine Plasmawaffe gefällt mir halt persönlich ganz lieb. Ich weiß aber nicht, wie dumm das jetzt wird, weil da unten ist ein Kakodiemon drinne, das weiß ich. Das weiß jeder, der schon so oft gedümpelt hat. So, das heißt, wir brauchen irgendwas, um dem ordentlich in den Arsch zu treten. Oder ich wasche einfach durch. So, da haben wir die Plasmawaffe. Sehr schön. Und wieder raus. Oh, das haben wir echt weh getan, Alter. Das geht so gar nicht. So, damit haben wir alles, was wir brauchen. Der Rest interessiert mich nicht. So, jetzt kommt mal Kakodemon. Ach ne, jetzt kommt erstmal noch der rum. Was? Hab ich mich gerade zu früh weggedreht oder was? Ja, ich habe mich zu früh weggedreht. Scheiße. Okay. Machen wir doch erstmal aufräumen, fertig.
Stop. Easy. Na komm, na komm, na komm, geh hoch. Okay. Ich habe nur noch 8 Raketen. Scheiße. Ich versuch's erstmal so hier. Beziehungsweise ich versuch's erstmal. Aua! Pick, pick, pick. So. Oh ja. Eine der ersten, der schon schwereren Maps. Brauche ich noch nicht. Also, nee, eine schwerere Map. Die Map ist ultra einfach. Aber ultra verwinkelt. Vom Schwierigkeitsgrad ist die Map ein absoluter Witz. Da kommt. Was? Oh! Ach, leck mich doch, Alter. Was macht der hier? Oh! Naja. Ich hätte nicht sagen dürfen, dass die Map ein absoluter Witz ist. Jetzt werde ich hier instant bestraft dafür, für diese Kernaussage. Immer schön hier oben an der Decke. Seht ihr diese blauen Punkte? Denen müsst ihr folgen. This is a key. To get the key. So, dann nehmen wir gleich mal hier den Upgrade mit. Upgrade habe ich schon. Secret? Da kommen die wieder runter hier, du Arsch. Na los, danke. Diesmal brauchen wir sogar. Raketen relativ aufgebraucht. So. Okay, jetzt haben wir schon mal den gelben Key. Mit dem gelben Key. Na, komm mal her. So, jetzt weiß ich gerade nicht. Den blauen Key, da mussten wir da hinten irgendwo. Gott, so war der blaue Key nochmal. Blauer Key, ich brauche etwas, wo ich mich mal kurz zurückziehen kann. Mal überlegen kann. Hier sind überall Gegner. Oder muss ich da doch? Doch, klar, dann muss ich erstmal hier rein. Hier und dann hier verlangen. Das hier war das Secret, nehme ich mal trotzdem mit. So, hier wird es nämlich auch ein bisschen unfair, ein bisschen tricky. Ich simme einfach mal ein bisschen Plasma rein. Oder ganz ehrlich, hier kommt. Wow. 66% Leben. Nee, 67 mittlerweile schon. Vor allem, wie ich sehe, alle, die dieses Secret hier finden, verpassen trotzdem das Secret, was hier ist. Tada! Oh, Raketen bekommen. Sehr schön. Nein. Was ist da? Oh, schießt mir direkt vor der Fresse, Junge. So, okay. Das war also nicht der blaue Key. Der blaue Key war hier nämlich. Ich weiß jetzt nicht, ob da oder dahinter. Hier war nur die Rüstung, ne? Genau, hier war bloß die Rüstung. Nehmen wir auch mal mit. Ach ja, ich weiß ja, wo der blaue Key war. So, das hier ist eigentlich optional. Ich muss aber trotzdem, wie gefühlt, nehme ich eine schöne Plasmawaffe. Wie auch immer das Ding aufgeht. Ach, da. Dankeschön. Ach, leck, lass mich in Ruhe, ey. So, brauchen wir nicht. Haben wir schon. Das ist auch alles Larifari. Wir müssen hier lang. Digga, was geht? Der erste ist immer ja schon schnell. Also.
Ich war gerade komplett hier. Ich habe besser nachgespeichert. Ich bin ja auch ein Ofenwitzbold. Das ist eigentlich komplett optional. Ne, das braucht hier keiner. Hä? Oh! Normalerweise löst man die Falle aus. Verdammt. Lol, habe ich es tatsächlich geschafft, ohne die Falle auszulösen. Vor allem, das Licht ist angegangen, die Falle an sich ist aber nicht ausgelöst worden. Wow, please let me alone. I have children and a wife. Haha, noob. So, hier war nochmal ein Secret. Thanks. Und hier ist der blaue Key. Gut, dann haben wir den blauen Key, der rote Key. Ja, ganz ehrlich, das ist, habe ich glaube ich schon mal gesagt, mit dem roten Key ist komplett sinnfrei. Man geht das hier raus, muss man dann sowieso, also ist der kürzeste Weg. Und jetzt gleich hier den nehmen. Tada, der rote Key. Ja, das ist so intelligent, wer auf die Idee gekommen ist, der müsste echt einen Oscar bekommen. Ich überlege gerade, ob ich nochmal in die gelben Secrets gehe. Da gibt es ein bisschen Munition. Aber ganz ehrlich, wir lassen es einfach mal aufgrund des Zeitbedarfs. Ups, ich bin hier nicht falsch. Ja, aufgrund des Zeitbedarfs lassen wir das einfach mal. Man könnte hier übrigens auch so direkt rein. Man müsste praktisch einfach nur unten reinspringen. Das ist das, was die Speedrunner gerne machen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hinbekommen. Ich versuche es mal ganz kurz. So hier. Dann muss dafür natürlich ein Pickel finden. Ah, so. Tada! Und damit kann man quasi die gesamte Map austricksen. Machen wir natürlich nicht, weil es soll ja hier kein Speedrun sein, sondern, ne? Es soll zwar schnell gehen, aber wir haben jetzt sowieso schon die rote Karte. Von daher, ja, wäre das jetzt, nachdem wir die ganzen Karten eingesammelt haben, relativ sinnfrei. So, und das ist jetzt eine der Maps, die schon etwas schwieriger wird. Danke dafür, Angela Merkel. Ist natürlich auch noch ein Witz, klar. Es ist und bleibt immer noch ein Witz, aber es wird langsam fordernder. Vor allem, wo man gleich am Anfang von diesen Kakodiemen beschossen wird. Wenn man das nicht weiß, muss man neu laden. So, eigentlich wäre das der Backpack hier hinten. Ich nehme einfach mal mit, komplett ehrlich. Bam. So, haben wir wieder ein paar Raketen dazu bekommen. Wahrscheinlich gar nicht so viele. Ah! Dankeschön. So. Siehste, die Shotgun-Shells, die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt bin ich. Hier muss man durch. Nee, lass ich immer noch da liegen. Ah, der erste Baron of Hell. Ich glaube, ich hab's wieder. Also die roten heißen mit Baron of Hell und die weißen, die in Doom 2 dazukommen, die heißen Hell Knight. Und weil ich aber auf den Namen Baron of Hell nicht komme und immer denke, die sind die Hell Knights, weil Hell Knight heißt ja Höllenkönig und sind eigentlich die. Das sind ja eigentlich die Könige. Deswegen, ja. Verwechsel ich die Namen halt immer. Aber ich glaube, das war so rum, dass das hier die Baron of Hell waren und die in Doom 2 dazukommen, die Weißen, das waren dann die Hell Knights. Der Raum hier ist eigentlich auch optional. Warum mache ich das jetzt gerade? Aber wenn ich das hier schon mal mache, dann kann ich auch gleich das Secret einsammeln. So. Tada, hier ist nämlich eine schöne Plasmawaffe. Yay. Okay, ich bin jetzt gerade komplett raus. Wo müssen wir eigentlich hin? Wo war die blaue Karte? Die blaue Karte war... Doch bei der anderen Seite? Ups. Oh, immer her damit. Nee, jetzt bin ich ja genau gleich. Eben, ist ja genau 1 zu 1 das Gleiche. Nee, muss doch irgendwas geben, wo ich noch nicht war.
question ist, wo ist er? Nein! Mann, Alter, schreib mir doch den Weg, hab kurz unter Ruhe und so, und hier wahrscheinlich nicht. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Dann geht's wieder zurück. Sind den blauen Key. Ich bin gerade komplett raus. Ich habe die Map hier schon so lange nicht mehr gespielt. Also da gab es die blaue Rüstung. Die benutzt jetzt aber erstmal primär nichts. Komm, stirb halt. Mussten wir hier hinten rein? Gab es hier den blauen? Ja, tatsächlich. Lol. Ich dachte, der Raum hier war optional. Ha! Da war wohl scheinbar nur dieser kleine Schleichweg, den ich genommen habe. Der war dann optional. Na gut. Wieder was dazu. Da steckt der Yellow Soul gerade echt in der Tür fest. Ist ja auch mal nice. So, nee, für die lohnt sich das hier wieder mehr. Bin ich weit genug ausgewichen. So, haben wir hier ein bisschen mehr Ruhe. Jetzt kommt sowieso wieder ein etwas Part, der etwas... Tada! Easy ist geschafft. Oh ja, auf die Map freue ich mich. Oh. Ne? Der Bereich, der immer so blinkt, den bitte aufmachen. Da ist immer hier das Ding dran. Okay. Sehr schön. Es ist gerade so scheiß dunkel. So, du musst als erstes sterben. Ich hasse Hitrunner. Und ein Secret in dieser Map, was viele nicht finden. Wobei ich zugeben muss, auch ich habe mich tatsächlich erstmal dumm angestellt, weil das Secret ist echt scheiße zu finden. Das hier. Da müsst ihr hier hinten hingehen und das Ding einmal anklicken. Oder anschießen oder irgendwie sowas. Ach nee, hier hinten in die Ecke reingehen. Okay. Bam. Und dann geht das Ding auf. So. Wir haben alles, was wir wollen. Wir gehen mal wieder raus. Da sind wir gerade ein bisschen zu viele Lost Souls. Lost Souls drin, ne? Oder drei Stück. So. Okay. Sehr schön. Dann haben wir alles. Dann geht es jetzt hier weiter. Das war gerade komplette Verschwendung, was macht ihr gerade? Oh nein! Danke! Dieser Kaku-Demon hat gerade den Shotgunner gedeckt. Eigentlich wollte ich ihn nämlich erstmal erledigen. Hat ja schön funktioniert. So. Badam. Thanks. Ich gebe mich hier zu viel mit optionalen Dingern ab, kann das sein? So, hier wird es ein bisschen spaßig. Hier kommt wieder so ein Hell Knight. Ach, scheiße. Boah, war ja klar. Leco mio, du Arsch. Na komm raus. Kommst du? Ja, er kommt.
Hier nehmen wir wieder Raketen. Da dauert man sonst zu lange. Boah, Alter, wie viel schluckt der denn? Fünf Stück, Alter. Boah. Übermäßiger Konsum von Aspirin ist nicht gut, mein Junge. Tschüss. So, hier gehen wir einfach mal durch und dann ignorieren wir die anderen beiden einfach mal gekonnt. So, wie machen wir das hier? Das Ding können wir komplett sein lassen. Das brauchen wir nicht. Ich gehe aber mal hier rein. Den Plasma. Wow, das war richtig dumm. Das war sowas von dumm. Ja, das war komplett behindert. Das war komplett behindert. Tut mir leid. Sollte so nicht passieren. Wir haben auch erstaunlich wenig Leben. Weil wir hier wahrscheinlich zu sehr durchwaschen. So, das Schöne ist, hier bekommen wir Leben. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie das ging. Ah doch, ich weiß wieder, wie es ging. So, und jetzt muss man nämlich hier reingehen. Da auch. In dem Moment, wo du hier reingehst, geht nämlich das andere Ding da hoch. Oder ging ich schon vorher hoch? Auf jeden Fall, sobald du da hinten irgendwo lang gehst, geht dann der Ding hier hoch und damit kriegst du dann hier 100% Leben dazu. Und wir sind wieder auf einem guten Pfad. Sehr schön. Okay. Jetzt kommt eins meiner Lieblingsmaps, die mir so gar nicht gefallen, weil die absolut verwinkelt ist. Ich hoffe, wir schaffen das relativ kurz zu halten. Ja, aber ich soll doch erstmal den Shotgun erledigen. Danke dafür. Mann, der hat mich auch nochmal erledigt hier. Ja, das ist optional, aber bei der wenigen Schrotflinte, die wir haben, nehme ich dieses Secret mal gerne entgegen. Hier genauso. Das kostet relativ wenig Zeit und hat dafür hier hinten schon viele Shotgun-Shells. So, und jetzt müssen wir hier raus aus dem Laden. Wir könnten auch erst die Pinkies erledigen, aber ganz ehrlich. So machst du das hier einfacher. Leider gibt es bei Doom 1 noch keine Ultimate-Waffe, klar. Keine Super Shotgun. Finde ich ein bisschen schade, aber was soll's. So, der Raum hier wird ein bisschen tricky. Der Raum ist gemein. Deswegen. Erst die Tür aufmachen, dann die Tür aufmachen und dann ganz schnell wieder zurücklaufen. Sonst hängt man sich dann nämlich relativ schnell. Und glaubt mir, mit den Kakodemon wollt ihr euch kein Zimmer teilen. Zumindest nicht freiwillig. Unfreiwillig. So, was gab's hier? Okay. Ach, da gibt's auch Shotgun-Shells. Nehme ich dafür dieses Dings hier in Kauf? Ja, komm, jetzt ehrlich, bam. Ist zwar eine Verschwendung, aber gut. Shotgun-Shells geht vor und ich glaube, ich betrete diesen Raum sowieso danach nie wieder. Von daher. Lassen wir es einfach mal so. Okay, jetzt wird es ein bisschen awful. Der Bereich hier, der kotzt mich hart an. Der ist richtig arschscheiße. So, aufpassen, weil von hinten kommen nämlich auch gerne Leute rum. Das ist nämlich quasi so ein Kreisverkehr. Na, hier einmal rum. Und dann kannst du. Ach, komm mal mit dem. Hier nehme ich wieder lang. Und da kommen die halt gerne mal auf dem anderen Weg rum. Und dann steht man da. Wie angepudert. Hä? Wie ein Pudel. Ist doch egal. Auf jeden Fall steht man halt da. Das lebensüberdrüssig. Ist das jetzt hier klug, was ich mache? Nee, ne? Das ist absolut dumm. Danke, Stoff. So.
Und wer denkt, das war's jetzt? Da hinten sind nämlich noch zwei nette Kollegen. Danke, die Blumen. So, und die macht ich jetzt einfach mal mit der Plasma weg. Einfach heute ist da haben. Ah! Boah, Alter, was war das denn gerade für eine Inkompetenz beim Ausweichen? Alter, das war ja gerade peinlich. Oh. Okay, ich entschuldige mich für meine absolute Dummheit. Ja, das war gerade dumm. Und weil es einfach Dummheit war, will ich auch nicht neu laden, weil es einfach Dummheit. Na gut, lassen wir das. Ich bin mit mir selbst nicht zufrieden. Ich glaube, ich brauche ein paar Pointen. So. Genau, du gehst auf. Dann machen wir da, wobei da war kein Hitwanner. Doch, da war ein Hitwanner. Sogar noch einer. Was mache ich denn hier? Digga, was tue ich hier? Ich habe das Schießen verlernt. Imps in braunen Räumen, ey, ist ja auch in der Net. So, das bringt uns gar nichts. Trotzdem eine schöne Sache. Wenn man bisher noch keine hat. Kann man nämlich hier genau für solche Sachen verwenden. Ich dachte, da viel aus. Ich dachte, die geht ziemlich schneller. Ja, das ist dumm, was ich jetzt mache. Ich weiß, das ist irgendwie dumm. Was tue ich hier eigentlich für eine Scheiße? Ich habe nicht gespeichert. Ich habe gar nicht gespeichert. Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott, was tue ich hier bitte? Nein, die auch. So, die Hitwander sind weg. Oh Gott. Das war wieder typischer Türhängbleiber. Kann ja mal passieren. Danke dafür. Mitkommen. So, und die bitte hier mit weg. Oh Mann, die Map hier ist so lange. Ach ja, wir haben die Automap schon. Ha! Nice, geil. Ich glaube, am sinnvollsten wäre es erstmal da lang zu gehen. Der Bereich ist komplett optional, soweit ich weiß. Hier gibt es zwar einen Secret Exit, was wir nehmen können, aber ich bin ehrlich, ich habe auf die Secret Map keinen Bock. Von daher lasse ich mal den gesamten Bereich hier aus und nehme direkt den eigentlichen Ausgang, der nämlich da lang geht. Ja, hier ist später noch ein Geheimnis drin, aber auch eine Falle, da sind nämlich auch Monster drin. Oh, ach, die ist jetzt schon aufgegangen. Ich dachte, die geht ja später auf. Hm, können wir die ja vielleicht mal doch mal mitnehmen? Wobei, ich guck mal kurz, ob wir die später noch gebrauchen können, den Anzug. So, hier war Quatsch, die brauchen wir nicht. Hier müssen wir rein. Komplett. Ach, diese Tür immer, Alter. Vor allem das Blöde ist, diese Tür mit dem Gesicht drauf, ne? Die hier, also. Da, so eine Tür mit dem Gesicht drauf, die kannst du erst wieder öffnen, wenn sie komplett zugegangen sind. Anders als diese anderen Türen, die kannst du ja auch beim Schließen wieder öffnen. Aber diese Tür mit dem Gesicht drauf kannst du vielleicht halt immer nur dann öffnen. Ah, boah, Alter. Hätte ich beinahe Munition verschwendet. Wenn sie halt schon komplett offen sind. Nee, geschlossen sind. So, da hinten müssen wir nämlich hin. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie kommt man da hin. Following Mode auf und dann gucken wir mal. La la la. Ah, siehst du, da müssen wir nämlich auch schon durch die Pampa. Okay, dann machen wir das. Dann holen wir uns doch mal die Rüstung. Also den Anzug. Ist ja keine Rüstung, sondern ist ja eher ein Anzug. Dankeschön, dann haben wir nochmal ein bisschen Plasma. Und dann müssen wir nämlich hier durch und in dem Bereich nach hier folgen. Gibt es hier noch ein Secret? Naja, ein bisschen bla bla bla, ansonsten eher nicht so. Ach, hier gab es auch nochmal eins. Okay. Dann war es ja doch relativ egal.
Ja, Baron of Hell ist nicht dein Freund und Helfer, sondern eher dein Verflucher und Mörder. Boah, Alter, das war immer wieder. Wow. Ach, der kommt raus, der Arsch. Digga, wie viel schluckt der immer? Boah. So, hier muss man ein bisschen aufpassen, da hinten sind nämlich Pinkies. Komm doch mal raus hier, ey. So. Okay, wie machen wir es am dümmsten? Soll ich es erstmal mit der Shotgun versuchen? Nee, ne? Ich werde erstmal Shotgun, ob wir jetzt mal hier die Munition einsammeln. Danke. So, und jetzt werden wir gleich mal gucken. Ich glaube, wir werden... Nutze ich die Plasma dafür? Eigentlich brauche ich hier gar nichts benutzen. Komm, ganz ehrlich, ich kann doch einfach rausrennen wieder. Hä? Habe ich jetzt aufgenommen? Nee, habe ich nicht. Wir haben 300... Warum... Geht doch. Der wollte hier gerade die Clips nicht aufnehmen, ne? Oh, hier gibt es auch noch mal ein bisschen Munition. Okay. Soll uns egal sein, weil hier ist das Ende. Und damit sind wir jetzt schon wieder bei einer komplexen Map. Wenn man sie kennt, ist sie relativ einfach, aber man muss sie halt kennen, weil die Map mag einen halt nicht wirklich. Alter, der Pinky wollte mir helfen und ich bring ihn um. Ist ja auch nett. Achso, hier. Ich dachte, da gehen nochmal zusätzlich was auf. Das war gerade richtig dumm. Aber was soll's. Nein! Boah, Alter. Halleluja. So. Ja. Ach nee, halt, wir müssen ja bis an die Ecke. Komplett bis hierhin? Was eine Verschwendung. Na gut, was soll's. So, jetzt müssen wir nämlich hier rein, möglichst schnell durchrennen. Leider gibt's hier keine Suit. Wäre auch zu langweilig. Bam. Na, gut. 6, 12. Hä, wieso haben wir mehr Rüstung verloren als Leben? Ach nee, wir haben zwischenzeitlich Health Packs aufgesammelt. Da war ja was. Mist! Fang! Normalerweise kommt man hier relativ easy wieder raus. Und das aber halt auch nicht hängen bleiben. Alle weg! Arschlöcher! Die kostet mir unnötig Munition. So. Ja. Hier wird spaßig. Der Teil der Map ist nicht so schön. Finde ich, ne? Ist ja Geschmackssache. Manche mögen den Bereich vielleicht, ich nicht. Fuck. Ich stelle mich schon wieder beim Ausweichen dumm an. So. Oh. Der Gang verhellert sich, dachte dir. Na gut. So, und hier ist nämlich jetzt wichtig, der Raum hier, der ist komplett, wie gesagt, wenn man nicht weiß, wonach man sucht, dann kann der schon ganz schön Kürre machen. Aber wir wissen, wonach wir suchen, und ihr müsst immer praktisch, wenn ihr hier reinkommt in den Raum, die Tür nehmen, die gleich ganz rechts ist. Brrr, ding. Also praktisch, wenn ihr zu eurem Ausgang guckt, die linke Tür. So. Wenn ihr von der Tür kommt, die ganz rechts ist. Easy. Ansonsten, ja, einfach gucken in der Map, ist das die Tür, die ganz unten ist. Ne? Also wir gehen jetzt hier nach unten. Bam. So. Und in der Tür findet ihr nämlich den gelben Key. Und damit alles, was er braucht. Oh, Alter. Scheiß Ding, er bleibt auch noch hängen. Glaub's ja. So, damit haben wir hier alles, was wir brauchen. Das
Dingern wieder zugehen. Da kommen die Viecher ja nicht durch, hoffe ich mal. Weiß ich jetzt gerade gar nicht so im Kopf auswendig. Ja, stimmt ja, darum war ja einer, der dich nicht wirklich lohnt. Ich weiß zwar gerade nicht mehr, was ist hier als Secret Keys? Ah, doch, lohnt sich doch. Genau, weil das Ding hier werdet ihr nämlich gut brauchen. Der nächste Bereich wird nämlich sehr dunkel. Oh, die kommen schon alle raus. Nee, machen wir das mal anders. Dann erledigen wir die erstmal. Ah, es von hinten. Ach scheiße. Es sind alle Secrets aufgegangen. Ja. Es sind alle Secrets aufgegangen. Also nicht Secrets, sondern alle Fallen. Gut, dann sollten wir doch mal reingehen. Oh Gott, ich bin obszeniert. Alter. Das habe ich mir echt einfacher vorgestellt. Nee. Dann wird es doch ein bisschen verschwenderisch. Dann nehmen wir mal ein bisschen Plasma. Hier schon alle weg? Was war das jetzt gerade? Was hat das Ding geöffnet? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier auch noch was? Nee, auch leer. Hä? Da waren doch gerade noch so viele Gegner. Wo sind die jetzt alle? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Macht das jetzt gerade mit Absicht? Oder ist die Plasmawaffe doch echt so stark, dass ich jetzt gerade hier alle Gegner besiegt habe, ohne es zu merken? Hier ist ein Hell Knight. Oder Baron of Hell. Wo ist denn der andere? Hier waren doch gerade zwei. Warte mal, ganz gut. Ich spreche auf jeden Fall erstmal. Ne, immer noch nichts. Nein, stopp halt. Fuck. Ich sterbe. Jämmerlich. So. Wo war denn der Key? Ach ja. Da hinten irgendwo. Da war der Key. So, und jetzt ist das Ganze noch ein bisschen voller hier gleich. Nein. Ja, ich wollte eigentlich die Plasmawaffe nehmen. Jetzt kommen wir direkt wieder raus. Wir haben alle Keycards und damit haben wir alles, was wir brauchen. Und können jetzt hier alle drei Türen aufmachen. Die blaue, die rote. Dabei nochmal alles einsammeln hier. Und die gelbe. Und tada! Geschafft. Wie gesagt, das hier ist eine Map, die war ganz schön blöd. Vor allen Dingen, weil halt der eine Raum, der dunkel ist. Da brauchst du halt wirklich diesen Amplifier, also Nachtsichtgerät. Die Map hier, die wird halt tatsächlich etwas einfacher, ist aber von den Anforderungen her schwieriger. Also die Monster nerven mehr. Und ich laufe gerade in die falsche Richtung. Das macht mir gar nichts. Ich bin geübter Falschgeher. Hier ganz wenigstens ist ein Secret. Von daher lohnt sich das wenigstens hier das Falschgehen. Normalerweise bin ich ja nicht so der Falschgeher hier gerade. Aber was soll's. Oder musste man hier lang? Ja. Habe ich gerade die Lage falsch eingeschätzt?
Boah, ja, ich hab die Lage total falsch eingeschätzt. Raus hier, weg hier. So. Gut, die restlichen 200 Plasma hebe ich mir mal auf. Weil Plasma wird auch noch wichtig, denn glaube ich bei der nächsten Map, wenn wir denn da haben Krauten drüben. Thanks, ich habe alles was ich brauche, ich bin ja wieder weg. Tschüss! Ihr Deppen. So, blaue Karte, den brauchen wir nicht. Das heißt, wir können jetzt. Alter, ich fühle mich gerade wirklich wie so ein Speedrunner, kann das sein? Scheiße. Und das nur, weil ich die Map ein bisschen auswendig kenne. Ist schon beängstigend. Guckt er mich erstmal hier stundenlang an, bevor ich ihn anschieße. Noob. Aber keine Angst, ich werde mich auch schön schnell verhaspeln, weil ich bin halt wie gesagt kein Speedrunner. Ich kenne die Map nicht komplett auswendig. Ich weiß halt nur, wo ich wonach suchen muss. Und hier gab es zum Beispiel gar nichts. Nichts Wichtiges zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich glaube. Fuck. Ich sterbe. Fuck you. I hate you in your ass. Was? Ich hasse dich in deinen Arsch? Das macht überhaupt keinen Sinn. Digga, wie viel schluckt der denn immer? Oh, Alter. Hau mal ab hier. Digga! Boah! Alter, dass die immer so viel schlucken müssen, ey. Das ist ja abartig. Ja, es ist heute ganz schön warm. Deswegen röchelt mein Rechner gerade die ganze Zeit hier im Hintergrund. Weil in meinem Zimmer ist gerade launer. So, ab hier weiß ich jetzt nämlich nicht mehr so genau, was jetzt hier wo ist. Vor allem das Witzige ist, ne? Das Witzige ist hier in der Map. Da hinten das Auge, seht ihr das ja, ne? Ich hatte immer gedacht, das hat irgendeine Funktion, das muss doch irgendwas machen. Ne? Hatte ich ja glaube auch schon, als wir damals Ultimatum gespielt haben, hatte ich auch schon gesagt, ne? Das Auge. Boah. Hat mich immer total verwirrt. Und jetzt, wie es kam, in Doom Sigil, bam, hat das Auge eine Funktion. Da muss man es nämlich abschießen. Na, so kann es kommen. So, und hier ist mich jetzt gerade schon verwinkelt. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo ich was machen muss. Da oben muss ich rein. Okay, da oben war die gelbe Karte. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich genau da hinkomme. Was? Nein! Alter, ich muss. Boah, Alter, ich muss unbedingt wieder ausweichen lernen. Das geht ja hier gar nicht gerade. Ich weiche aus wie so ein Noob. Noob. So, wie kam ich da hin? Okay, ich habe keine Ahnung. Also, wir müssen da oben hin. Da kommt man am dümmsten hin, indem man, glaube ich, da oben lang geht. Also jetzt war er doch lang gemusst. Fuck you. Okay, dann nochmal einmal zurück. Dann hätten wir das doch lang gemusst. Das war ja mal wieder... Na! Hier... Und dann haben wir alles verbrauchen. Stirb halt. So, tada. Kochen wir den Raum? Ja doch, da gibt es ja die eine Schlüsselkarte. Oder? Nee, gibt es keine Schlüsselkarte. Hä, was gab's denn hier? Doch, klar gibt's die Schlüsselkarte, und zwar die rote. Ich muss mir das mal runterfahren lassen. Stirb doch mal bitte.
Die hängt zu sehr an euren Leben. So, da oben musst du nämlich ran. Oh, Alter, ich bin so abartig schlecht. Thanks. Gibt's hier Healthpack? Ja, gibt's. Ich meine, unsere Werte sehen tatsächlich noch gut aus, ne? Wir haben fast 100 Leben und über 100 Rüstung. Aber es fühlt sich halt gerade so dumm an, was ich hier alles tue. Ich fühle mich gerade richtig schlecht. Aber liegt vielleicht daran, dass ich hier gerade so extrem durchwasche und dementsprechend solche Sachen besser auffallen. So, das war's dann mit der Map. Und jetzt kommt schon die letzte Map. Also ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme ging, aber das war gefühlt gerade mal eine halbe Stunde. Ja, hier ist ein Cyberdemon. Oh Gott, ich freue mich jetzt schon drauf. Allerdings, eigentlich ist es relativ easy zu besiegen. Wenn man weiß, worauf man achten muss und worauf nicht. Dann geht das eigentlich tatsächlich. So, ich mach mal hier erstmal die Lost Souls weg. Und die nerven nämlich tatsächlich. Und für die lohnt es sich auch hier die Gatling Gun zu. Mann, die Gatling Gun zu verschwenden, also zu verbrauchen. Weil die Gatling Gun brauchen wir später nicht mehr. Weil beim Cyber Demon mit der Gatling Gun anfangen, der lacht sich ein Fäustchen. Scheiße, er hat mich getroffen, der Wichser. So, haben wir tatsächlich durch Zufall genau die drei Seiten erwischt, wo der Cyberdemon nicht ist. Das ist natürlich ganz geil. Weil sobald uns der Cyberdemon sieht, aber er hat es glaube ich schon bemerkt, sitzt hier nämlich am Arsch. Können wir nämlich solche Spielereien nicht mehr machen. Also, zumindest ein bisschen aufpassen. Ich sehe auch noch einer. So, na dann, lieber Herr Cyberdemon, komm mal auch raus aus deinem Versteck da. Er kommt. Okay, jetzt geht's ab. Wir haben relativ gute Lebenswerte. Oh, Alter, hier. Ich sag dieser Scheiß. Diese verkackten Lost Souls. Ich dachte, der Cyberdemon hat ihn erledigt. Die lebt immer noch? Man will sich verarschen? Nope. Nee, Leute, Lost Souls, die müssen weg. Die bringen nämlich Unglück. Ne? Ich bin nicht buddhistisch, aber ich bin buschistisch. Nee, das Problem ist halt, Lost Souls, die kommen halt direkt zu euch. Und wo ist der zweite? Geht doch. Boah. Nee, die Lost Souls, die kommen nämlich genau zu euch, aber wenn ihr die ganze Zeit mit Raketen rumschießt. Dann ist das natürlich wunderbar dumm, weil dann natürlich die ganzen Lost Souls genau auf euch drauf zukommen mit den Raketen und die Raketen dann genau vor eurer Nase explodieren. Was macht ihr gerade? Da ist noch einer. Alter, wird mich verarschen. Wie viele gibt's denn hier heute? Sonderangebot oder was? 50 zum Preis von 0,5 oder was? Boah. Geht ihr mir gerade hart auf die Eier. Wie gibt's noch mehr? Ich will den Cyberdemon schön schnell erledigt haben. Ja, das war dumm. Der letzte war gerade komplett zur Verschwendung. Ist nicht so schlimm. Ich meine, wir haben mehr als genug Raketen. Die reichen alle Male für den Cyberdemon. Ich gehe mal hier rein und nehme mal hier ein bisschen Dankeschön. Wenn wir schon mal gerade davon reden. Wollte ich mal bedenken, wie ich mir in den Arsch gebissen habe, als ich das erste Mal gegen Cyberdemon gekämpft habe, wie oft ich da neu laden musste und wie, ja, heftig mir dabei vorkam. Jetzt gerade schaffen wir es einfach mal mit links. Das war's ja schon. Ha, easy. Okay. Damit haben wir Episode 2 auch geschafft. Wie gesagt, Episode 1 bis 3 ist so lala. Also auch die dritte Episode wird noch relativ einfach, aber spätestens ab der vierten Episode
werde ich wahrscheinlich für eine Episode mehrere Folgen brauchen, außer ich habe echt die Muße, dass eine Folge 50 Stunden geht. Ja? Dann fange ich praktisch die fünfte Episode schon an, während ich die vierte noch aufnehme, einfach weil die länger als ein Tag geht. Damit haben wir dann praktisch ein, lassen wir es einfach mal im Raum stehen. So, okay, was wir nämlich jetzt machen müssen, ist folgendes. Wir müssen mich nochmal neu laden. Und jetzt tue ich etwas, ich nehme nämlich die ganzen Raketen alle mit. Leck mich. Wo war denn hier die Rüstung? War die noch in einem... Ach, der lebt ja immer noch. Der hat die ganze widerspenstiger als meine... Weiß nicht, als meine Schuhsohlen. Mist, wir kommen in den Hauptraum nicht mal rein. Ist ja hässlich. Ey, da war noch blaue Rüstung, oder haben die schon aufgenommen? Keine Ahnung. So, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht mehr, wie viele Raketen wir brauchen. Mist, war zu langsam. Nein, komm jetzt hier. Wir müssen praktisch das Spiel... Oh, Alter, ich glaube gerade... So, und jetzt müssen wir das Spiel nämlich Change Map verlassen, also die Map verlassen, bevor der Endscreen kommt, weil das Problem ist, sobald man eine Cyber-Demon erledigt hat, beendet sich das Level automatisch. Ist bei jedem Boss-Level so, ist halt so. Außer bei der vierten Episode, da musst du in diesen Kreislauf laufen. Aber bei der ersten Episode, da musstest du auch da reinlaufen. Nee, aber jetzt bei der Episode und bei der Episode danach, wo du gegen Spider-Mastermind kämpfst, da beendet sich die Map automatisch, sobald du halt Cyber-Demon oder den Spider-Mastermind halt erledigt hast. Von daher mussten wir jetzt hier relativ schnell handeln und wir gehen jetzt direkt. Episode 2 ist ja geschafft, also gehen wir jetzt so schön in Episode 3. Ja, und genau hier werden wir dann morgen weitermachen. Ich weiß wie gesagt noch nicht, wie lange das Ganze dauern wird. Ne? Also das erwartet euch, wenn wir morgen anfangen. Er kann einfach durch den Baum durchschießen und mich verarschen. Warum schießt du durch den Baum durch? Ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall so viel zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir es gebraucht für die Aufnahme. Das war gefühlt weniger als eine Stunde. Ja, eine Stunde kann schon... Nee. Tatsächlich wieder weniger als eine Stunde. Lol, nice. Gefällt mir. Mal gucken, ob wir die dritte Episode morgen dann auch in unter einer Stunde schaffen. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wie komplex die dritte Map wird. Aber wie gesagt, da sind sehr viele Maps drin, die lange dauern. Weil sie zwar nicht schwer sind... aber total verwinkelt sind. Da verrennt man sich halt ultra leicht. Zum Beispiel gibt es ja dann eine Map, wo man die Schalter in der Map klicken muss, um zum Ende zu kommen. Und die Map, da verrenne ich mich jedes Mal. Von daher wird das spaßig. In dem Sinne, werden wir morgen schauen, wie es morgen läuft. Und dann für heute erstmal Feierabend. Tschüss!